ready for checklists? Okay. Okay. Approach checks, altimeters. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We approach Düsseldorf in a few minutes. Ma cos'è che ha detto? Hai capito tu? Ha detto che atterriamo in 10 minuti. The radio set for approach? 1-5. 1-5. On light test. On. Off. And reset, please. Approach checks completed. Orient Air 152. We are clear to land. OB 15 to continue approach number 2 to land wind 2105 knots. Nochmal raus mit dem Pneus. Inner down are blocked. I'm ready for the unsafe landing gear indication checklist. So, Ronny, der Pieper hat gestern erzählt, der Charlie würde sich jetzt ein eigenes Flugzeug kaufen. OB 152, unsafe gear. Contacting. Go around to Barman. Denkst du, du hast einen ruhigen Tag? Nur mal ganz ruhig, wir kriegen das schon. Darf ich dich zu einem Kaffee einladen? Guten Tag. Wenn ich mich revanchieren darf? Na, so ein Kaffee-Freak bin ich ja nur auch wieder nicht. Ich dachte eigentlich eher an ein Essen. Ach, du kochst? Ich lasse kochen. Na, Gott sei Dank, ich dachte schon, ich muss mich mit dir den ganzen Abend lang über Kochrezepte unterhalten. Wollen wir da? Ja? Bitte zwei Kaffee. Apropos Kochen, das ist kein Thema für mich. Über Rezepte rede ich nicht, die stelle ich aus. Und kochen, das tut der Chef vom Pirandello für mich. Na wunderbar, dann heute Abend im Pirandello. Okay. Entschuldigung. Ja, hier, Wolf. Tut mir leid, Wolf, aber die OB 152 aus Neapel kriegt das Bugrad nicht raus. Was denn gerade jetzt, wo so viel los ist? Da kann ich doch den Flughafen nicht dicht machen. Na, schickt ihn doch nach Köln. Haben wir schon versucht. Aber da landet nächstens irgend so ein hohes Tier aus Brasilien. Oh, verdammte Scheiße. Ja, ich komme. Tut mir leid, ich muss weg. Ist was passiert? Ja, vielleicht eine Notlandung. Es wird gut sein, wenn du dich bereit hältst. Landing Gear Indicator lights and on. Test. Affected Landing Gear unlocked. Mechanical Release Handles. Manual extension, pull nose and bypass handle first. And if nose gear does not lock down, reduce airspeed to below 190 knots. All around. Power, flap 22. Orient Air, steigen Sie geradeaus auf 1500 Fuß und drehen Sie links. Steuerkurs 360. Vielleicht solltest du es noch von einer Bank gegenrechnen lassen. Charlie, Herr Kammerer. Entschuldigung. Du, hör mal, wir haben da oben einen mit dem eingeklemmten Fahrwerk. Hoffentlich ist kein Jumbo. Leider doch. Ich denke, du solltest deine Truppe zusammentrommeln. Wir brauchen eventuell den Schaumteppich. Also gut, sage ich den Termin beim Kanzler ab und vertröste die Stefanie von Monaco auf morgen. Sag mal, mit was für Leuten verkehrst du? Das geht nicht im feuchten Käse an. Hallo, wie spät hat er denn? 20 Minuten noch. Er soll trotzdem erstmal einen Vorbeiflug machen, ist der liebe Gott. Und ach so, Sie meinen, das Bugrad ist doch raus und nur die Anzeige ist im Eimer. Herr Wolf, ja. Für Sie. Für eine Überraschung ist die Kripo doch allemal gut. Verstehe ich nicht. Sie kommen hier an, 10 Minuten vor Landung des Flugzeugs und erzählen mir, dass da oben ein hochgefährlicher und hochkarätiger Rauschgiftkurier sitzt. Ich verwette meinen Kaktus, dass Sie das seit mehr als 24 Stunden wissen. Nicht ganz, aber fast. Sie wissen doch, je weniger Leute im Vorfeld unterrichtet sind, umso größer ist die Chance, dass nichts ausgeplaudert wird. Fräulein? Ja? Ja, ich habe verstanden. Die Kurier da oben scheint in ganz schönen Schwierigkeiten zu sein. Meine Damen und Herren, wir haben ein kleines technisches Problem. Unsere Landung wird sich deswegen um einige Minuten verzögern. Was wir sagen, technische Probleme, ja? Es ist eine reine Routine. Ich habe doch gleich gesagt, wir sollten mit dem Schlafwagen fahren. Ja, sagen Sie, was los ist. Es besteht wirklich kein Anlass zur Sorge. Unser Bugrad ist ein bisschen bockig, aber wir schaffen es schon. Danke. Adesso ancora 10 diventano 20. La puntualità di sì. Ma che vuoi che siano 20 minuti? Sono. Stai calmo. Wollen Sie über Bravo auf Position 40. Ende. Auf 60.
Ihnen jetzt keine Gespräche. Ich stelle Sie auch nichts mehr durch. Halten Sie die Einflugschneise frei. $500 für den Vorbeiflug und 22 Klappen. Klappen sind gesetzt. Ja, sieht alles ganz gut aus. Obi-Wan 5-2, Vorbeiflug in 2000 Fuß. Klar? Jetzt kommt er. Mist. Es ist geprahlt. Lass mich hören. OB-152, Flugleiter Wolf. Sie hatten recht mit Ihrer Vermutung, das Bugrad ist nicht raus. Wie viel Sprit haben Sie noch? OB-152, es wird langsam knapp. Was ist das, ein guter Flieger? Ist ein guter Mann, ja. Nur beim Skat bescheißt er. OB-152, Flugleiter Wolf, hören Sie, es gibt noch eine Möglichkeit. Ist ein bisschen riskant und auch für die Passagiere ziemlich strapaziös. Aber ich denke, wir sollten es versuchen. Wie bleibt eigentlich die Maschine aus Neapel? In ein paar Minuten. Gibt es irgendwelche Probleme? Die Landung verzögert sich, das ist alles. Danke. Bitteschön. Gut, erhalten Sie mir alle Leitungen zur Flugsicherung bei. Und rufen Sie Charlie an. Er soll sofort zum Tower kommen. Hi, Senior. Hallo, Kai. Das ist ja eine Überraschung. Probleme? Das kann man wohl sagen. Hast du wieder Schmerzen? Ja. Du, warte doch mal. Du, ich habe keine Zeit, aber du kannst mitkommen, wenn du willst. Bei mir steht ab September ein Praxissemester. Wo machst du es? Na, hier. Hier? Ja, warum nicht? Ja, weil du dann der erste erklärte Gegner des Flughafenausbaus wärst, den wir fest einstellen. Das ist ja toll. Also, gut, dass Sie da sind. Hallo, Kai. Hallo. Ich muss was besprechen. Ja, ich auch. Dienstlich. Bei mir ist es dienstlich und familiär. Kai, warte draußen. Also... Ich habe einen Hinweis gekriegt, dass da oben in der Maschine ein wichtiger Rauschgiftkurier sitzt. Na gut, den holen wir ebenso gesund runter wie die anderen Passagiere auch. Ich wollte Sie nur informieren, weil wir müssen die Leute genauestens unter die Lupe nehmen. Das heißt, Sie haben keine Personenbeschreibung. Ich muss zugeben, ich habe keine. Und auf einen bloßen Verdacht hin wollen Sie? Am Anfang ist meistens nur ein Verdacht. Hören Sie, Bronn, die Leute befinden sich in einer ausgesprochenen Stresssituation. Und da wollen Sie... Wollen Sie mir etwa vorschreiben, wie ich meine Arbeit zu machen habe? Nein. Es geht mir nur um die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Und mir ging es nur darum, Sie zu informieren. Ja gut, das haben Sie ja nun getan. Na komm mit. Okay. Entschuldigung. Wir schicken Sie Ground Power. Alles okay? Ja, halt mal. OB-152. Noch 4 Minuten. OB-152. Noch 4 Minuten. Verstanden. Und meldet euch dann sofort. Bitte richten Sie sich erst wieder auf, wenn das Flugzeug stillsteht. Sie müssen mit mehreren Landestößen rechnen. Die Probleme wären einfacher, wenn wir eine zweite Startbahn hätten. Ich verstehe schon. Wenn ihr eine zweite Startbahn hättet, könntet ihr dort in aller Ruhe den Schaumteppich ausbreiten. Du hast das ja begriffen. Ja, aber man baut doch keine zweite Startbahn, nur weil vielleicht irgendwann mal einer eine Bauchlandung machen muss. Ja, irgendwann ist gut. Ihr Tower? Schick doch bitte einen Ground Power auf Position 23. Laut Checkliste haben wir alles gemacht. Na, dann wollen wir mal. Mit oder ohne Ansage? Ohne. Ja, ich will eben nur der Kabine noch mal Bescheid sagen. Cabin Attendant, take your seats. Thank you. Keine Wendung. Seid ihr alle auf eurem Posten? Okay. Gleich werden wir es wissen. Da, es geht los.
Und? Tut sich nichts. Fehlanzeige. Was machen wir jetzt? Ich denke, du willst aufhören. Was aufhören? Ach so. Ja, das weiß ich selber. Was soll ich denn machen, Mensch? Es wird Zeit, dass wir den Vogel runterholen. Der ganze Flugplan ist im Arsch. Ich möchte nicht in ihre Haut stecken. Ja, ich doch auch nicht. OB-152. Ergebnis negativ. Ja, wir haben es gesehen. Wir machen noch einen zweiten Versuch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nach meiner Berechnung haben wir noch Sprit für 10 Minuten. Okay. Also, wir lassen jetzt den Schaumteppich für Sie vorbereiten. Gehen Sie noch mal auf 5000 Fuß und versuchen Sie einen zweiten Schuss. Charlie, wo ist er? Und danach halten wir alles für Sie frei. Verstanden. Alles klar für den Teppich, sollen wir? Nein. Wir machen einen zweiten Versuch. Wolf hat Nerven. Der sitzt ja auch nicht hier drin. Also auf ein neues. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Ma cosa vuoi che ti aiuti la Madonna? Dobbiamo stare a Napoli noi! Zitto, zitto! Ja, komm raus! Scheißding! Hey, das hat geklappt! Was fliegst du denn zusammen? Die Leute kriegen ja Angst. Ich will nichts hier runter. Dann warst du eben schon auf dem richtigen Weg. Die Witze mach immer noch ich hier, ja? Ihr OB-152, das Bugrad ist ausgefahren. Wir danken für eure Hilfe. Gratuliere, Jungs, das war nicht übel. Ich gehe und kümmere mich um die Passagiere. Ja. Orient Air, steigen Sie geradeaus auf 3000 Fuß und dann rufen Sie Radar 119,4. Hier spricht der Co-Pilot Patrick Michel. Im Namen unseres Kapitäns Bernd Schneider darf ich Ihnen mitteilen, dass sich das Bugrad soeben gelöst hat. Wir können ganz normal zur Landung ansetzen und werden das auch sofort tun. Hey, warte doch mal. Was ist denn nun? Kann ich mein Praxissemester hier irgendwo machen? Oh, clever. Der erste Schritt auf dem Marsch durch die Institutionen. Du hältst dich da raus. Für unsere Fußballmannschaft wäre eine echte Verstärkung. Wie erkläre ich das dem Tiedemann? Oh, du kannst ja sagen, es ist immer besser, den Feind in den eigenen Reihen zu haben. Vergesst es beide. Sie waren eine echte Hilfe, Charlie. Oh, brauchst dich nicht zu bedanken. War sowieso eine Schnapsidee von dir. Der eigene Vater als Chef. Wäre doch keine 8 Tage gut gegangen, ne? Speriamo che queste valigie facciano in presto. Non ti preoccupare. Ad arrivare. Wir sind ja immer noch da. Es ist vorbei und überstanden. Ja, das sagst du. Dabei werde ich in 10 Jahren bestimmt noch davon träumen. Hör doch endlich mal damit auf. Meine Damen und Herren, mein Name ist Bronn von der Zollfahndung. Wir müssen Sie leider bitten, sich für eine Intensivkontrolle zur Verfügung zu stellen. Kein Grund zur Unruhe. Darf ich Sie bitten, mit meinem Kollegen mitzugehen? Ma cosa hat er detto? Ha detto così che vogliono farmi una perquisizione. Ma mio marito sta male. Ich verstehe leider kein Italienisch. Ich bin krank. Ja. Wenn ich Sie bitten dürfte, schnell zu machen. Durchsuchung. Bitte komm. Eine sage ich Ihnen aber, eine Unverschämtheit ist das. Ich lasse mich nicht untersuchen. Gnädige Frau, wir unterscheiden zwischen Durchsuchung und Untersuchung. Aber ich glaube, in Ihrem Fall können wir davon absehen. Warum gerade bei mir? Gnädige Frau, die Zollbeamten haben ganz offensichtlich einen Blick dafür. Vielen Dank für die Blumen, Herr Wolf. Berthold, was ist? Haben Sie was gefunden? Leider negativ, Chef. Ihren Pass, bitte. Bitte. Darf ich nach dem Grund Ihrer Einreise fragen, Herr Gabbiano? Ich reise privat. Chef, ich glaube nicht, dass... Bringen Sie Herrn Gabbiano zum Röntgen. Muss denn das sein? Herr Wolf, Sie werden es nicht erleben, dass ich mich in Ihren Arbeitsbereich einmische.
Und bitte schnell, ja. Habe ich richtig verstanden, Sie wollen... Ja, das haben Sie. Aber ich kann nicht. Ja. Geht mir schlecht. Ich bin krank. Ma perché fanno così? Invece di aiutare una persona che è malata. Hören Sie mal, Bonn, der Mann ist doch wirklich krank. Dann ist er ja auf der Krankenstation genau richtig. Das ist das Miese an diesem Job. An manchen Tagen kommt man vor lauter Arbeit kaum zum Händewaschen. Dann gibt's wieder Tage, da passiert überhaupt nichts. Das sind die Tage, an denen ich meinen Beruf so richtig liebe. Entschuldigen Sie. Der Mann muss durchleuchtet werden. Warum? Bronn meint, er könne vielleicht Rauschgift in, naja, Sie wissen schon, in Kondom oder anderen Containern geschluckt haben. Ja. Bereiten Sie alles vor, bitte. Kommen Sie. Dove? Wo? Dove? Tun Sie mir Dove? Ich habe gesagt, dass... Möchte ich das nicht machen, ja? Ja, ja, ja. Ich habe mich rivolgo alla facciata, capito? Che cos'è, al capone? Ma guarda, ma sei hier, sie sind auch online, weil ich noch mal... Lass mich arbeiten! Jetzt ganz ruhig liegen bleiben und nicht mehr atmen. Weiter atmen, bitte. Wir machen gleich noch eine Aufnahme. Und nicht mehr atmen, bitte. Gut, danke, Sie können sich anziehen. Ihnen geht's aber gar nicht gut, was? Ja, mir geht's gut. Ist nur, wie sagt man, diese Unheimlichkeit in der Luft. Bis die Aufnahme fertig ist, werde ich Sie noch rasch untersuchen. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn los? Ja, da, ein Kondom ist geplatzt. Jetzt zwar tritt das Zeug nur ganz langsam aus, aber der Mann schwebt in höchster Lebensgefahr. Der Typ hat tatsächlich Rauschgift geschluckt. Der ganze Magen ist ja voll. Wenn ich sowas schon höre! Bringe darauf auf die Flucht an. Es ist alles so schnell gegangen. Da schließt man ihm die Tür zu und verschluckt den Schlüssel. Wozu sind Sie eigentlich jede zweite Woche auf dem Lehrgang? Ja, Bronnen. Ja, Gieser am Apparat. Sie hatten mit Ihrer Vermutung recht. Moment, Frau Dr. Gieser. Dieser Gabbiano hat 20 bis 30 mit Rauschgift gefüllte Kondome im Magen-Darm-Trakt. Eins davon ist geplatzt. Der Mann schwebt in höchster Lebensgefahr. Danke, Frau Dr. Gieser. Herr Berthold. Wo ist eigentlich Frau Gabbiano? Frau Gabbiano? Wenn die Sache hier vorbei ist, schmeiße ich Sie raus. Aber vorher besorgen Sie mir diese Frau. Und zwar schnell! Ja, Schulz, worauf warten Sie? Da kommen Sie jetzt mit! Die Flasche! Herr Wolf? Herr Nowakowski. Herr Wolf, ich muss unbedingt mit Ihnen reden. Ja, bitte, grüß Sie. Wir haben bei diesem Italiener Rauschgift im Magen gefunden. In Kondomen. Eins davon ist aufgegangen. Das ist ja furchtbar. Jetzt müssen Sie Bronnen darin hindern, dass er Jagd auf ihn macht. Ja, wieso? Ich denke, dieser Italiener ist bei Ihnen in der Krankenstation. Ja, eben nicht. Er ist abgehauen. Gottes Willen. Bronnen stoppen. Ist schwer. Ich muss ihn aber zuerst haben. Der Mann stirbt wohl nicht. Dazu muss ich ihn aber erst finden. Ja, finden Sie ihn. Finden Sie ihn schnell. Guten Tag. Tag. Wir müssen ihn finden, bevor die anderen ihn kriegen. Meinst du, er hat das Zeug? Weiß ich. Ich glaub's ihm gut. Den Boss, schnell. Hören Sie, ich habe die Ware dabei. Lassen Sie jetzt meine Tochter frei. Erst, wenn ich den Stoff vor mir liegen habe.
Vorher läuft da gar nichts. Da möchte ich mit dir wenigstens sprechen, bitte. Papa, papà, aiutami. Plutone, come stai, figlia mia? Sì, sono qui a Düsseldorf. Presto ci vediamo. Non ti preoccupare, vedrai, finirà tutto bene. Papà, presto. Pronto? Pronto? Merda. Hallo Charlie, was ist denn nun schon wieder? Ich mache gerade eine Pause. Ja, ja, du hör mal, ich brauche einen Rundspruch an alle. Putzkolonnen, Handwerker, Boten, na, du weißt schon. Worum geht's denn eigentlich? Ach so, ja, Bronnen hat einen Fluggas gekascht. Italiener hat ein Bündel mit Kondomen verschluckt. Voll mit Rauschgift. Lieber Gott. Ein so ein Ding ist geplatzt, na, du weißt ja, was das bedeutet. Das bedeutet, dass er schwanger ist. Ach Mensch. Gut, Spaß beiseite. Was ist? Naja, der Mann ist geflohen, hat sich irgendwo verkrochen, vermutlich hier auf dem Gelände. Und wie sieht er aus? Wie sieht er aus? Drahtiger Typ, Mitte 40, brauner Mantel, Dupé. Ja, Charlie? Bartiger Mann, 1,75 groß, brauner Mantel. Dedo, der ist hier noch nicht vorbeigekommen. Aber wenn ich ihn sehe, rufe ich dich gleich an. Danke, Carmen. Ich verlasse mich auf dich. Ja, und gib das auch an deine Kolleginnen weiter. Ende. Ronny, wir suchen einen Mann. Drahtiger Typ, ca. 1,75, brauner Mantel. Ja, sofort bei Wolf oder Bronnenmühlen. Gib das auch an Heini und Günther weiter. Okay, danke, Ende. So, nächsten Sonntag fliege ich Sie zum ersten Mal. Ja. Kommst du mit? Weiß ich noch nicht. Ich will ja nicht bis zum Roten Platz. Sag mal, der Italiener, ist der nicht ein bisschen alt für den Job? Also wenn ich an Rauschgift ja, denke... Ja, das ist doch der Trick, Mensch. Der Mann sieht aus wie der Vizepräsident einer Ketchup-Firma. Seriös besitzt Tomatenmarkt. Bei dem denkt doch keiner was Schlimmes. Volker. Ja, Volker, bitte melden. Ja, ich höre, Charlie. Wir suchen einen Mann, sind zu groß, brauner Mantel. Ja, wir werden die Augen offen halten. Wenn ich ihn sehe, sage ich dir Bescheid. Okay, Ende. Ende. Ah, die Verteilerdose könnte auch mal ausgewechselt werden. Gesucht wird ein Mann. Brauner Mantel, braune Haare. Nee, Charlie, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Aber ich halte die Augen offen. Signora Gabbiano, hören Sie. Signora Gabbiano, ich muss Ihnen etwas erklären. Ihr Mann... In Germania avete l'abitudine di perseguitare la gente, anche quando non avete nessuna prova. Ich habe zwar etwas Spanisch gelernt, aber Italienisch. Ihr Mann ist krank. Su marino esto infermo. Ma che infermo? Si ricordi solo questo, che io non vedo l'ora di togliere dalle mani della polizia tedesca mio marito e prendere il prossimo aereo per andare a casa. Signora Gabbiano, un momento, prego. Ich verstehe Sie nicht ganz, non capito tutto. E questo è il problema, che lei non capisce niente, niente di niente. Einen Augenblick, bitte. Einen Augenblick, gehen Sie nicht fort. Respire se, bleiben Sie hier. Ja, Wolf, was gibt's denn? Wer? Bronnen. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg dahin, ja. Hallo, Charlie. Aha. Graues Hemd. 1,70 groß. Okay, ich pass auf. Wir haben noch weiß Gott genug Polizeikräfte auf dem Gelände. Weiß der BGS überhaupt schon Bescheid? Und dann veranlassen Sie das gefälligst. Danke. Dieser Gabbiano hat tatsächlich Kondome im Leib. Einer ist geplatzt. Der krepiert, wenn wir ihn nicht rechtzeitig erwischen. Ja, ja, das weiß ich. Hören Sie... Ich war sauer, dass Sie so einen Aufwand getrieben haben. Es tut mir leid. Hoffentlich findet der Bertolt seine Frau. Frau Gabbiano? Hm. Mit der habe ich mich gerade unterhalten. Versucht. Wahrscheinlich ist dieser Trottel von einem Bertolt schon dreimal an ihr vorbeigelaufen. Ja, aber ich kann kein Italienisch. Können Sie es? Nee. Dann Camillo.
Der Pfarrer? Denke? Was ist mit dem? Der ist doch auch Italiener. Außerdem kann der mit Menschen besser umgehen als jeder andere. Ist sie eingeschlossen? No, non voglio fare nessun translation. Voi mi dovete lasciare in pace. Io non voglio venire. Wir müssen Ihrem Mann helfen. Es ist sehr dringend. Kommen Sie jetzt bitte mit. Das British Airways Flugs 3126 nach Berlin, Ausgang B60. First call for British Airways Flight 126 to Berlin. Da ist er. Tut mir leid, es gibt Probleme. Sieht so aus. Aber wenn Sie uns linken, gibt es gleich noch ein paar mehr. Man hat mir in Italien geraten, den Stoff in den Körper zu transportieren. Kondome? Ach du Scheiße. Die Toiletten sind da drüben. Wir warten gerne. Man hat mich, wie sagt man, durchleuchtet. Ach ja. Nichts wäre mir lieber, als wenn ich Ihnen den Stoff einfach in die Hände drücken und vergessen könnte. Vorstellen, das ist doch, als ob einer eine Bombe im Bauch hat und der Typ hat keine Ahnung. Aber der Mann von Zoll. Herr Capigano! Haltet ihn! Das geht nicht überhaupt nicht! Hören Sie Geschichte? Also meine Mutter hat immer was sagen! Herr Pangela? Ja. Ach, kommen Sie etwa doch zur Beichte? Wer keine Sünden hat, der braucht auch keine. Ganz im Gegenteil, wer so von sich eingenommen ist, wie Sie, braucht bestimmt einen. Herr Pfarrer, Sie müssen mir helfen, Sie sprechen doch Italienisch. Ja. Ich habe da draußen die Frau Gaviano. Gaviano? Also, Sie wissen Bescheid. Ja, Charlie hat mich angerufen. Gut, umso besser, Sie müssen ihr sagen, wie es umgeht. Porco cane, questa maledetta insoccola. Ja, da bin ich aber froh, dass ich nicht Italienisch kann. Telefon? Ich hab ja schon.
Fabiano, ich muss Sie vorläufig festnehmen. Cosa? Bitte glauben Sie mir, mich wird nichts davon abhalten. Ma mi lasci stare! Von Kirchenausschlüssen habe ich ja schon gehört. Na? Na? Na endlich, das hat ja gedauert. Ich glaube, Sie sind sich nicht im Klaren darüber, wie ernst Ihre Situation ist. Io con lei non parlo. Wo haben Sie eigentlich die ganze Zeit gesteckt? Ah, ma insiste. Ma come glielo devo dire? Io parlo solo con l'ambasciatore italiano. Lei si deve fare i fatti suoi. Non mi deve dare più fastidio. Chiaro? Vielleicht sollten wir die Röntgenbilder zeigen. Was haben wir davon? Ich denke, wenn sie sieht, wie schlecht es ihrem Mann geht, können wir sie vielleicht dazu bewegen, dass sie ihn per Lautsprecher auffordert, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Und dann haben wir ihn. Kommt. E mi lasci. Parlare. Parlare. Parlare, padre Parella. Chi è padre Parella? Parlare italiano. Italiano? Sì. Prego, Preto. Prego, kommen Sie. Wenn ich den kriege, den mache ich fertig. Fertig mache ich den. Pater Parella. Das gefällt mir gar nicht. Wenn Sie ihn auch erwischen. Ich rufe an. Dringender Aufruf des SAS Logo 6202 nach Stockholm, Kursant B50. Antwort als Gastleit 622 to Stockholm. Ich sehe nichts. Komm, wir haben sowieso Pause. Wir hauen ab. Was haben Sie gesagt? Er darf auf keinen Fall reden. Wie schnell der Stoff in die Blutbahn gelangt und in welcher Konzentration, hängt wesentlich davon ab, ob und wie extensiv der Patient sich bewegt. Cosa dice? Auf jeden Fall kommt es jetzt auf jede Minute an. Wenn wir ihn haben, was machen Sie dann mit ihm? Der Mann muss sofort operiert werden. Hier? Sind Sie denn auf sowas eingerichtet? Nein, natürlich nicht. Aber ein Krankenwagen ist bereits unterwegs. Il suo marito è veramente in pericolo di morte. In pericolo di morte? Ma cosa dite? Ma non è possibile. Non è vero. Ma dica che non è vero. Giuseppe, dobbiamo trovarlo prima che sia troppo tardi. Ma perché state qui e non fate niente? Oddio, devo fare qualcosa. Io devo fare qualcosa. Frau Gabbiano fragt, was sie tun soll. Sagen Sie bitte, sie soll mitkommen. Qui parla, Angelo.
Angelica Gabbiano per suo marito. Giuseppe, sono io. Ti prego, devi chiamare urgentemente il telefono interno 352. Gabbiano, ti prego, chiama immediatamente il telefono interno 352. Nochmal, soll's nochmal sagen. Ancora una volta, prego. Giuseppe, sono io, sono Angelica. È molto importante, devi chiamare immediatamente il telefono interno 352. È urgentissimo, tu stai male, non fare stupidaggini. Tu stai molto male, è questione di vita o di morte, hai bisogno di un medico subito. Ganz schön viel los auf dem Affenfelsen. Ja, ist ja auch falsch. Das darf doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich habe den Italiener. Aber perché non telefono? Offensichtlich sollte er das Rauschgift in eine Reisetasche schmuggeln. Und um ganz sicher zu gehen, hat er es dann in diesen Pariser geschluckt. Hat sie was gesagt, ob er das professionell macht? Sie sagt, er hatte keine andere Wahl, was immer das bedeuten mag. Ja, Bronnen? Ja. Ja, er trägt einen braunen Mantel. Ja, eher klein gewachsen, drahtig. Ja, das ist er. Danke, Ronny. Wir haben ihn. Er ist auf dem Dach vom Hauptgebäude. Ma cosa dice? Suo marito è stato visto. Dove? Sul tetto. Allora andiamo. Si siede. Calma, signor. Calma. Polizei, Feuerwehr und Krankenstation benachrichtigen. Alle Eingänge besetzen. Ich leite den Einsatz. Warum dieses Massenaufgebot? Der Mann ist halb tot. Der war vorhin auch schon halb tot und hat Bertolt glatt über den Haufen gerannt. Das ist ein Mensch in Todesnot, Herr Born. Herr Pfarrer, das ist ein Dealer. No. Cosa fa? Con quella pistola? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Signora! Sorry, Madonna. Ma porca puttana, ma proprio me. Gabbiano, und kommen Sie her! Wir sind hier nicht in Italien! Bleiben Sie stehen! Los, machen Sie schon! Der ist im Stande und springt! Da! Und hier sind die Feuerwehr, dass sie Luftkissen bereithält. Das haben die doch schon längst gemacht! Was ist auch nicht sehr? Braucht doch nur ein paar Schritte zur Seite zu gehen, dann ist das ganze Luft. Halten Sie hier keine Vorträge, wir sind ja nicht auf dem Seminar. Na, wie sieht's aus?
Brunnen lässt uns nicht auf, Zürich. Dann wollen wir mal. Sie kommen mit. Herr Brunnen, es interessiert mich nicht, was Herr Brunnen gesagt hat. Kommen Sie nicht näher, oder ich springe! No, Giuseppe, non ti buttare, non farlo! Aiutami, io sto male, non voglio andare in galera! Aiuto! Von mir aus kann er springen, aber vorher brauche ich noch eine Aussage. Herr Biano, haben Sie Ihre Frau nicht gehört? Bleiben Sie, wo Sie sind! Einer der Container in Ihrem Körper hat sich geöffnet! Diese billigen Tricks sind selbst in Sizilien aus der Mode. Merken Sie denn nicht, wie das Blut bereits von dem Gift verseucht ist? Bleiben Sie stehen! Ich springe! No, lui non è un bugiardo, ti dice la verità, ti vuole salvare, non ti buttare! Voglio andare in prigione io. Lasciami stare, lasciami. Ich komme jetzt näher, Gabbiano! Nein, ich springe! Na gut, dann springen Sie, der Effekt ist dasselbe. Gabbiano, aber wenn Sie nicht springen, dann brauchen Sie rasche ärztliche Hilfe. Gabbiano, Sie sind doch am Ende. Nein! So oder so. Normal, wenn Sie mit mir gehen. Ohne andere Prigione. Haben Sie eine Chance? Bleiben Sie stehen! No. Ich komme jetzt, Gabbiano. Es geschieht Ihnen doch nichts. Na gut, Sie werden verhaftet. Aber dafür leben Sie, Mensch. Ruhig, Gabbiano, geben Sie mir Ihre Hand. Seien Sie ganz ruhig, Gabbiano. Alles wird gut. Auf Ihre Aussage. Kehren Sie jetzt nicht den Bullen raus. Morgen. Die machen uns fertig, du. Kannst Gift aufnehmen. Ey! Haben wir nochmal Glück gehabt? Ja, los, mach schon. Los! Achtung! Aufpassen! Unser Vorsicht! Lass mich los, ihr Schwein! Sind Sie verletzt? Los, komm, helfen Sie mir! Hat Ihnen alles erzählt, oder? Komplette Aussage. Das fällt doch wohl unter das Beichtgeheimnis. Nein, er hat mich ermächtigt, Ihnen alles zu sagen. Reden Sie schon. Salvatelo, no, non respira, non respira. Giuseppe, Giuseppe, fate presto, fate presto. Sieht so aus, als
ob wir es doch nicht ganz geschafft hätten. Dich trifft keine Schuld. Ich kann es mir nicht abgewöhnen. Ist jedes Mal so. Kann ich gut verstehen. Das Abendessen verschieben wir auf ein anderes Mal, ja? Ja, gut. Ich mag jetzt mit niemand reden. Ich möchte allein sein. Okay. Obwohl, manchmal ist es gut, wenn man mit jemandem redet. Hm. Später vielleicht. Danke. War ein langer Tag. Gute Nacht. Gute Nacht. Erster Aufruf des Polizeischirms, Rubus 3.